begrüße euch ganz herzlich. Heute ist die Stimmung schon wieder anders. Es sind jetzt 2 Tage vergangen, also gestern habe ich nicht mitgefilmt und heute ist es soweit, der Papa darf aus dem Krankenhaus raus. Das heißt, er hat gestern auch noch drin geschlafen, 2 Nächte, aber ihm geht es wieder gut und er darf raus. Er hat heute noch gestern und heute noch ganz viele Untersuchungen gehabt, beim Bauch, Herz-CT, dies, das, also das werden wir euch dann später noch erzählen. Da kann er euch dann mehr erzählen, wenn ich ihn dann abgeholt habe und können wir euch ein Update geben zu seinem Zustand und wie es weitergeht und was er jetzt hat. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy und deswegen mache ich mich gleich los und ich nehme euch natürlich mit, wie ich den Papa abhole. Na gut, bis später dann. Schaut mal, meine Liebe. Er will sich jetzt schön machen für euch. Ich habe den Papa abgeholt und lasse ihn natürlich nach Hause fahren, weil er wollte. Geht schon gut. Fit wie ein Turnschuh. Und wenn wir dann zu Hause sind, dann werden wir ein bisschen erzählen, wie es war und was jetzt rausgekommen ist, weil hier auf Instagram habe ich schon ein Update gegeben. Also vielleicht habt ihr das dort schon gesehen, aber ja, wir können jetzt auch nochmal hier ein bisschen erzählen. Und wir fahren einmal nach Hause, Papa alle begrüßen. Kinder, die freuen sich auch schon sehr. Und ja, bis dann. Der Papa ist da, der Papa ist da! Der Papa ist da! Oh. Hast du den Papa schon umarmt? Medikamente? Medikamente. Jetzt sind wir schon so lange zu Hause und der Papa als erstes, was er gemacht hat, ist Kochen. Zum Kochen begonnen. Einfach so ohne nichts sagt er, auf einmal holt er den Topf raus und macht eine Suppe. Wir wollten noch ein Update geben, wie es dir gegangen ist. Willst du erzählen? Wir probieren mal. Ich helfe dir. Wie lange wir schon sehen? Ja. Also. Die letzte Information, was auf YouTube ist, ist ja, dass du im Krankenhaus gelegen bist in der Nacht, dass wir halt schnell reingefahren sind. Ja. Und dass wir halt. Also in der ersten Nacht habe ich, glaube ich, 6 Flaschen irgendwas, also Infusion bekommen. Dabei kann ich mir erinnern, dass Kalium war, eine Flasche Kalium. Und also der Blutdruck ist gestiegen. Man hat das Gefühl, dass ich, dass ich ständig laufe und der Puls immer steigt, obwohl ich gesessen bin. Und das war nicht zum Stoppen. Und, genau, bis 2 Uhr in der Nacht. Bis 2 Uhr in der Nacht, ja. Also ich bin, hatte so hohen Blutdruck gehabt. Genau, der Puls war 128, obwohl ich nichts gemacht habe. Und Tendenz war immer steigen, also ist immer gestiegen. Ja, und im Bluttest ist herausgekommen, dass ich zu viel Zucker habe und in Urin auch. Also in Urin ist Zucker gefunden worden. Und, das war ein Verdacht auf Diabetes. Genau. Dann in der Früh wurde abgemessen, genauso. Also beim nüchternen Zustand sollte der Zuckerzustand unter 100 sein. Und bei mir war 140 und nach dem Messen ist es auf 168 wieder gestiegen. Und das soll es nicht über 150 sein? 120. 120. Ja. 120. Ja, also da war das war noch am ersten Tag, also am ersten Morgen danach quasi. Ja. Aber im Laufe dieses Tages hat sich dein Wert radikal dann verbessert durch die Medikamente, oder? Ja, da habe ich Medikamente bekommen, irgendwas auch zum Trinken, auch ein Medikament für Puls zum Sinken, auch für Blutdruck zum Sinken. Ja. Und dadurch, also so ruhig wie mein Herz jetzt läuft, ist schon sehr lange Zeit nicht mehr. Also ich fühle mich sehr, sehr ruhig und entspannt. Sollte so bleiben. Wir müssen dazu sagen, also er ist kein Diabetiker, auch wenn der Verdacht jetzt da war. Das bedeutet aber, dass er trotzdem kurz vor der Diabetes ist. Ja, ja, also die Ärztin hat gesagt, dass ich auf dem Weg zu Diabetiker bin. Also werden. Genau, aber er muss kein Insulin spritzen, er muss, oder? Du musst kein. Also er muss auf alle Fälle jetzt Zucker vermeiden, weil wenn es so weitergeht, dann werde ich ein Diabetiker. Deswegen, heißt, es ist alles noch rechtzeitig Gott sei Dank entdeckt worden. Genau. Und da ist er auch zum Internisten geschickt worden. Ja. Das heißt, er bekommt jetzt Medikamente für den hohen Blutdruck, oder? Ist ziemlich viel, was ich zum Schlucken habe. Aber es geht ihm auf jeden Fall super und es ist. Wir sind froh, dass er halt, wie gesagt, er war ja kurz vorm Herzinfarkt, das habe ich ja auch schon damals gesagt. Also die Ärzte haben gedacht, dass ich schon einen Herzinfarkt erlitten habe, weil
Ja, sie hat gefragt beim Herzinfarkt, wie ist das, merkt man das nicht, kippt man um oder wie ist das? Und die Ärztin hat gemeint, also wenn der Herzinfarkt stark genug ist, kippt man schon um, aber muss man nicht. Und ja, also die haben dann den Herzmuskel irgendwie, weiß ich nicht, getestet oder wie noch immer, geprüft und es gab keinen Infarkt. Keinen Infarkt, aber es war kurz davor. Also wenn ich noch zu Hause geblieben wäre, dann wäre zu spät gewesen, ja. Ja, und den Partner wieder. Warum? Meine Hände sind kaputt. Der Papa ist so viele Löcher. Wie ein Junkie schaut er aus. Warte. Einmal da. Überall. Da haben die eine Vene, da ist die Vene aufgegangen und der war so eingeschwollen. Und aufgegangen? Ja. Weil entweder habe ich kein Blut mehr gehabt, aber die haben die Vene nicht mehr gefunden. Kein Blut mehr, das wird sein. Also am Tag 5 bis 6 Mal haben Blut abgenommen. Und irgendwann einmal haben die Venen gesagt, jetzt wollen wir nicht mehr, wir verstecken uns. Ja. Ja, und das war ganz schwer. Also da schaut aus wie von, weiß ich nicht. Wie von Gelsen gestochen. Wow. Ah. Ist gleich fertig mit der Suppe. Magst du Suppe essen? So, mein Lieben, wir haben jetzt ein bisschen Suppe gegessen. Mit jetzt sind wir hier mit den Kindern im Wohnzimmer. Schau dir dein Po. Schau dir mein aus. Wir schauen uns mit den Kindern SpongeBob. Hier ist der Patrick. Papa. Ja, den haben wir eh die ganze Zeit gesehen. Papa. Die Luisa ist da, die macht Puzzle. Oh, hast du den Papa vermisst? Ich habe euch auch alle vermisst. Gestern habe ich mit der Lara und mit der Luisa im Familienbett geschlafen. Eine links, eine rechts. Und ich sag's euch, die haben mich so eingekuschelt. Die ganze Zeit haben sie mich in der Nacht gesucht. Oh, müder Baba. Die ganze Nacht haben sie mich in der Nacht so eingekuschelt, dass ich keinen Platz hatte. Das ist echt unangenehm. Ich glaube, sie suchen. Ja, die Luisa hat einen Fuß in meinem Rücken. Die Luisa schläft halb auf meinem Polster. Wenn wir aufstehen in der Früh und sie uns nicht im Bett finden, dann steht sie auch auf. Ja. Die Lara oder die Luisa. Ja. Sie sucht uns. Und wenn jemand im Bett ist, dann steht sie auch auf. Die Michelle will strecken. Oder? Ja, meine. Sehr gut. Und au, mein Knie. Da habe ich eine Holzmandarine auf mein Knie bekommen. Die Michelle hat mein Knie kaputt gemacht. Die Michelle. Die Jobi. Ja, so. Ich mach mir gleich die Hühner zu. Machst du die Hühner zu? Papa! Die sind ganz frei. Ja. So. Hallo. Papa! Entschuldige, ich gehe schnell rein. Ich kann zwar stricken, aber ich habe vergessen, wie man Maschen aufnimmt. Die erste Reihe. Jetzt, warum? Wo siehst du es? Warum? Das sollte ja eben nicht passieren. Zeig dir mal zwei. Warte mal, dann ist das hier falsch, Michelle. Wir müssen dann hier ganz viel Wolle nehmen. Ja, ja. Ah. Ja. Das geht nicht. Ich muss mir ein YouTube-Video dazu anschauen. Die Mama kann nicht mehr sprechen. Ich hab's geschafft. Ich kann endlich Maschen aufnehmen. Ich hab's raus, Baba. Oh mein das Gott. Gut, aber ich habe jetzt urlang gebraucht. Ich habe es lang gebraucht, bis ich es wieder hinter hatte. Ich musste mir jetzt verschiedene Videos anschauen. Aber eins gefunden, dass es gut erklärt hat. Die Michelle, sie wollte nur, dass ich ihr zeige, wie stricken geht. Aber ich habe voll vergessen, wie Maschen aufschlagen geht. Wir haben uns jetzt nochmal dazu entschlossen, eine kleine Jause zu essen, bevor es dann zu Bett geht. Das sind die Kinder. Luisa. Alle fühlt sich vom Tisch weg. Hier. Die hinsetzen, Luisa, die Clara und die Luisa essen Tomate und Gurke. Ich esse ein Philadelphia-Brot, auch mit Tomate und Gurke. Und der Patrick und der Papa
machen sich jetzt noch Sojaschnitzel. Und der Papa macht sich noch einen Tomatensalat. Darf der Papa darfst du Sojaschnitzel essen, Papa? Das ist nur, wenn nicht Öl ist. Ja. Öl ist okay, oder? Ein bisschen Öl. Man muss ja Sachen. Man darf jetzt nicht nur gekochte Sachen, man darf auch gebratene Sachen essen, oder? Ich glaube, nur mit gekochten kann ich nicht überleben. Überleben, glaube ich schon. Na gut, meine, wir werden danach eh gleich Kinder ins Bett bringen und so weiter. Und wenn wir jetzt vom Blog verabschieden. Wir sehen uns dann morgen zu Silvester. Oh mein Gott, morgen ist Silvester. Voll irgendwie. Ja. Verdrängt. Und ja. Bis morgen dann.